Wir haben viele Pflanzen von verschiedenen Ländern, von den verschiedenen Bewohnern in Köln gesammelt und dann diese Pflanzen auf dem 3D in der Virtual Reality Welt auf der Kalkaufstraße platziert und dann kann man durch VR diese Garten sehen. Diese Pflanzen wachsen ja eigentlich auf der ganzen Welt verteilt und wir haben einen Garten auf der Kalkaufstraße gebastelt, wo jetzt alle Pflanzen zusammenwachsen. Man kann da durchspazieren mit diesen Virtual Reality Brillen und dann die Geschichten hören. Es gibt verschiedene Kulturprojekte für Integration, aber ja, es gibt für Essen oder es gibt für Spiel oder Sports verschiedene Kulturprojekte, aber gibt es wenige Projekte mit dem Natur zu tun. Und ja, weil wegen Naturschutz auch und der Natur an sich für Pflanzen, dass es so groß ist, deswegen ist es unmöglich, einige verschiedene Sachen mit dem Natur zu probieren. Und dann, ja, mit dem VR, ich dachte, wir können endlich Naturprojekt probieren, versuchen und dann, ja, damit haben wir angefangen. Wenn man die Brille aufzieht, dann findet man sich wieder an der Kalker Hauptstraße auf Kalkpost. Aber das ist eine fantastische Version der Kalker Hauptstraße. Die ist viel bunter. Wir haben einen Fluss, der geht über die ganze Hauptstraße und natürlich voller Pflanzen. Und dann kann man mit dem Controller bis zur Kalkkapelle spazieren. Manche Geschäfte erkennt man wieder, manches ist einfach total abgefahren. Und auf dem Weg findet man 150 Pflanzen mit so Erinnerungskugeln. Das sind so wie blaue Fußbälle. Man kann dann den Controller da reinstecken und hört die Erinnerung, die die Menschen an diese Pflanze haben. Genau, und die Geschichte, die sie damit verbinden und was sie damit erzählen möchten. Ihr könntet dann von 200 Meter von dem Himmel nach Kalkarkaden landen. Aber da gibt es auch Bounce nach dem Jump und dann du kannst Bounce und dann nochmal Jump und dann wie ein Ball landen. Und dann, ja, am Anfang, ich wollte das zeigen. Ah, okay, diese Seite gibt es diese Garten und dann du kannst in einem Blick wie Vogel ganze Garten sehen und dann damit ihr könntet die Reise anfangen. Mein Highlight waren die Workshops, weil das so schöne Orte der Begegnung waren. Also es war Begegnung mit der Menschen untereinander und Begegnung der Menschen mit dieser neuen Technik. Es ist ein super cooler Moment, wenn jemand zum ersten Mal die Virtual Reality Brille auf hat, zu sehen, wie die Leute sich damit bewegen, wie unterschiedlich auch. Manche malen richtig groß, manche malen vielleicht ganz klein und konzentriert. Und jetzt zu sehen, wenn KalkerInnen hier hinkommen und ihre eigene Straße sehen in so einem, ja, wie ein Videospiel, und die Visionen dafür haben, was man hier eigentlich schaffen kann, das sind Highlights.